Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alba Wildlife Adventure. Wir haben in der letzten Folge den Bürgermeister entlarvt und haben im Prinzip einmal diese ganze Baustelle von dem Hotel vernichtet. Das wird es auf jeden Fall nicht mehr geben. Das Naturschutzgebiet soll erhalten bleiben. Und wir starten jetzt in die Folge mit dem Samstag, wo die Feier stattfinden wird und somit auch der letzte Tag für Alba auf der Insel. Ich hoffe, wir kriegen wirklich noch unsere Sammlung zusammen. Es sind, glaube ich, schon noch drei Tiere, die fehlen. Aber die müssen wir auf jeden Fall noch finden. Wir legen zusammen los. Samstag. Alba, Alba, wach auf. Das Hotelgelände brennt. Wir schicken die Kinder zur Sicherheit nach La Roqueta. Komm, wir müssen los. Das Boot legt gleich ab. Spring auf meinen Roller. Warte hier, ich muss Pere fragen, ob alle Kinder hier sind. Rühr dich nicht vom Fleck, es ist zu gefährlich. Alba, sie ist an mir vorbei, zu eurem Haus gerannt. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich muss mich um die Wassereimer kümmern, aber ich halte die Augen auf. Du suchst nach Alba? Sie war auf dem Weg zu eurem Haus. Sie hat etwas von einer wichtigen Mission gesagt. Oh nein, Alba ist an mir vorbeigelaufen. Ich wollte ihr folgen, aber sie war viel zu schnell. Ich habe sie aus den Augen verloren. Ich wollte gerade hinter unserem Haus noch sehen. Vincent, wir müssen sie finden. Die Stufe hoch. Was ist mit hinter unserem Haus gemeint? Das ist nicht der König, Opa. Das ist die Königin des Waldes. Alba, du. Du. Du hast dein Handy verloren. Hier, bitteschön. Du weißt schon, scan den Lux.
mit Babys. Süß. Mädchen rettet Lux vor Feuer. Alba, Vincent, ihr seid in Sicherheit und Pepa hat angerufen, das Feuer ist unter Kontrolle. Was für eine Erleichterung. Das kannst du laut sagen. Gehen wir nach Hause. Ich glaube, wir können alle eine Siesta gebrauchen. Später am selben Tag. Alba, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben das Hotel gestoppt und das Naturschutzgebiet gerettet. Fast ausgestorbene Luchse zurückgebracht. Jetzt müssen wir nur noch einen besseren Namen für die WLAI finden. Ohne dich wird es hier echt einsam. Wirst du mich vermissen? Natürlich werden wir sie vermissen. No. Komm, deine Großeltern tanzen bestimmt schon. Wie geht? Scanne mit deinem Handy alle Tiere der Insel. Warum kann ich jetzt hier nicht lang? Ich will aber noch nicht weg. War das ja abgesperrt? Ich kann doch nirgendwo lang. Wie soll ich denn die restlichen Tiere... Das ist ja richtig blöd. Ich kann überhaupt nicht die restlichen Tiere scannen. Wie soll denn das gehen? Nervt mich schon wieder sowas. Vielleicht geht es später, wir werden es sehen. Was für ein Fest. Echt abgefahren. Ich wünsche dir eine gute Heimreise. Meld dich, dann brainstormen wir, dass die BLRI nächstes Jahr mitmachen kann. Alba, da bist du ja. Du musst völlig erschöpft sein und morgen fliegst du schon wieder. Willst du nach Hause? Nein. Gut, uns bleibt ja nichts anderes zur Verfügung, ne? Bevor wir gehen, ich muss dich noch um einen Gefallen bitten. Würdest du mit mir tanzen?
Falls Alba und Ines dich dazu inspiriert haben, die Tierwelt und Artenvielfalt zu beschützen, findest du hier einige tolle Organisationen, die du dir anschauen solltest. Ich konnte halt jetzt leider nicht meine restlichen Tiere sammeln. Aber ich fand es trotzdem ein mega schönes Spiel. Ich lasse euch jetzt noch in Ruhe den Abspann anschauen. Wir sehen uns gleich wieder. So, gut gemacht. Du hast das Spiel abgeschlossen. Du kannst die Insel jetzt frei erkunden und offene Aufgaben beenden. Gott sei Dank. Guten Morgen, Alba. Was für eine Woche, hm? Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat. Heute ist schon der letzte Tag auf der Insel. Nur zu, geh raus und genieße ihn. Dann können wir jetzt auch noch alle Tiere scannen. So, wir suchen immer noch die Eule. Da ist er. Stopp, flieg nicht davon. Ich habe daneben geschossen, das Foto. Oh. Ach so, sie wäre jetzt eh da gelandet. Die hübsche Maus. So, wir fotografieren jetzt noch die letzten Enten, die fehlen. Hier. Das ist einmal die Mehlschwalbe. Okay, ist keine Ente. Das ist eine Mehlschwalbe. Und eine Stockente. Sind die Mehlschwalben auch in der Luft? Da, sowas, weißt du? Nee. Es könnte eine Schwalbe sein. Ja, es ist auch. Bleib hier, mach langsam, langsam. Oh, Mann. Gar nicht so schnell mit der Maus hinterher. Ah. Mein Gott, es ist echt schwierig, ne? Ist der die Schwalbe, die ich brauche? Oh Mann, das ist doof.
Wie kriege ich die möglichst nah vor die Kamera? Guck mal, jetzt ist die Eule als hier. Hier müsste man für mich mit nach der Stockente suchen. War das das? Das können die Stockente. Nee. Löffelente? Das hier. Löffelente, Löffelende. Ah, hier. So, es fehlt uns nur noch diese Schwalben, die ich nicht krieg. Hab ich's? Nee. Mann, ist das schwierig. Oh, hab ich die Karte aufgemacht. Hängt es nur daran, Leute, ne? Wie kann etwas so schwer zu fotografieren sein? Kann man so nervig sein? Lass dich jetzt von mir fotografieren, bitte. Ja. Ich hab's. Ah! Ich krieg gleich die Krise. Bei sowas werde ich ja ungeduldig, ne? Bei sowas werde ich richtig ungeduldig. Jetzt aber. Jawohl. Mein Gott. Wir haben alle Tiere. Wir haben das Spiel durchgespielt. Du hast jedes Tier auf gescannt. Komm zu mir ins Naturschutzgebiet. Da bin ich doch schon. Albert, du hast es wirklich drauf. Du hast jedes Tier auf Pinar del Mar gescannt. Und weißt du was? Du hast
Das hat noch nie jemand geschafft, glaube ich. Als Vorsitzende des Wildtiervereins ist es mir eine Ehre, dir diese besondere Auszeichnung zu überreichen. Wie wunderbar, dass so viele verschiedene Tiere auf der Insel leben. Vielen Dank für deine Mithilfe. Albert Sein entdeckt alle Tiere auf der. Auf Und jetzt? So, sind wir jetzt scheinbar durch. Da steht jetzt, ah gut. Das war das Gelände, was gebrannt hat nachts. Wir haben alle Tiere, wir haben das komplett vervollständigt. Das ist immer so ein schönes Gefühl. So, Opa, Oma, ich habe was geleistet. Sind überhaupt nicht zu Hause, doch. Was für eine Woche, Alba, und ich hatte Angst, dass dir langweilig wird. Deine Mama wird vor Stolz platzen, wenn sie von allem hört. Aber bitte erzähl dir nichts davon, wie du ins Feuer gerannt bist. Es wäre schön, wenn sie dich nächsten Sommer wieder herkommen ließe. So. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Spiel genauso gut gefallen wie mir. Ich würde gerne häufiger so Spiele spielen, wenn ihr mal ein paar Vorschläge habt, was so ähnlich ist, was ich mal ausprobieren könnte. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich setze auf jeden Fall hier einen Punkt für Albers Wildlife Adventure. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald in anderen Gameplays wieder. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.